ganzen Junkie-Müll da draußen. Sie sind nicht zu stark. Sie sind in Überzahl. Nun hat es also begonnen. Ein erster Schritt ist getan. Der Weg dorthin war allerdings kein leichter. Jo, Farid? Farid? Ey, Curry. Was geht? Was geht, Dicker? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, ich hab Freaky. Ich hab auch mal was mitgebracht. Okay. Wie geht's? Was geht? Oh. Alles klar, Mann? Hab ich nicht mehr gesehen. Selber? Ja, ja, auch alles gut. Okay. Gut schaust du aus. Doch. Erzähl, Farid, wie geht's? Alles cool? Alles bestens, Bro. Schön, dass ihr hier seid. Ebenso. Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert. Was steht heute an? Asphalt-Massaker 4. Ich hab voll Bock drauf. Super. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und also ich habe richtig Bock. Ich habe auch schon ein bisschen was geschrieben auf meinem Handy. Krass. Ich bin richtig motiviert. Und ich denke mal, das bringt auf jeden Fall auch alle meine Businesses weit nach vorne. Ja. Ich glaube, wir haben da richtig geile Beats auch vorbereitet, ne? Hier sollen wir anfangen direkt? Ja, lass los. Hören wir gleich mal rein. Ja. Leute, hier seht ihr den Banger, ein alter Hase wie Bugs Bunny. Und ja, ich sag mal so, man kann nicht nur den ganzen Tag arbeiten, Musik machen. Man muss auch mal manchmal ein bisschen Spaß haben, wieder ein bisschen Kind sein, ne? Und deswegen sind wir heute hier im Parque Warner, was übersetzt der Warner Park heißt. Viel Spaß, my friends. Hier wissen wir auf jeden Fall gleich für den Kai was kaufen gehen. Ne? Hey Kai, wenn du an so einem Laden vorbeigehst, spielst du mit den Gedanken reinzugehen und dir was zu kaufen? Ja klar. Ja, ne? Natürlich, immer. Ich spiele nicht nur mit den Gedanken. Wir holen gleich mal den Kai, schenk mir hier mal was. Geil. Das ist ja hier da richtig. Hier so ein Joker. Irgendwas für ein Joker. Kissen, ne, da hole ich mir auch eins. So, meine lieben Freunde, die Toiletten hier, die sind nämlich was ganz Besonderes. Auf diesen Toiletten kann sogar der Hobbit, aka Shindy, im Stehen pinkeln. Guckt euch das mal an, wer hätte das gedacht? Da kann Shindy, der Hobbit, auch mal im Stehen pinkeln, der kleine Rotzlöffel. Und hier bei dem Waschbecken, das Gute bei dem Waschbecken ist, da kann der gute Shindy auch mal, sich mal die Hände waschen, ohne auf Zehenspitzen zu stehen. Meinst du den? Nee, das ist mir zu aggressiv. So, das ist auch Core, aber das ist halt so irgendwie... Nee. Hey Leute. Oh, sorry, ich bin falsch. Ich habe eigentlich Farid gesucht. Nee. Mach weg. Mach das weg. Nein, mach das weg, Mann. Hör auf, mach das weg, Alter. Hey Jungs. Sollen wir mal ein YouTube-Beat gucken einfach mal? Weil das YouTube? Klingt jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht orientieren wir uns dann danach. Gib mal einen Drake-Type-Beat. Kann man machen, alles. Irgendwie so. Geil. Geiler Beat. Boah. Fühlt ihr das nicht? Asphalt, man suck. Ich bin back. Der Echo schadet in meinem Businesses. Yeah. Ja, Alter, das ist es. Meinst du? Ja, auf jeden Fall, oder? BKs? Bro? Ich bin mir nicht sicher, ob das deine Fans unter Asphalt Massaker 4 erwarten. Ey, wir geben denen die Musik und wie gesagt, Alter, ich hab den Vorschuss eh schon kassiert. So, meine lieben Freunde, was haben Bugs Bunny und Farid Bang gemeinsam? Wenn Sie einen Rapper sehen, fragen Sie, ist was, Doc?
Komm, sollen wir den einmal zersägen oder nicht? Komm, Farid. Komm her. Dieser Bobby ist stärker als ich. Nein, 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 komm. Ein Kick oder nicht? So, Memo. Jetzt aber! Geht nicht mehr! Der war ab, der muss hoch. Ja, hier, Wago, was geht ab? Wir sind hier. Wir gehen jetzt auf die Achterbahn drauf. Farid ist schon gewöhnt an Achterbahnen, ich nicht. Mal schauen. Warst du schon mal auf eine Achterbahn drauf? Ja, aber so trockene, Bruder. Sag dir, ich hab Paranoia vor solchen Achterbahnen. Hey, gehen alle drauf? Okay, einer mal, muss drauf, auf Taschen und so gucken. Ja, ich bin hier. Warum kommst du nicht mit? Ich hab auch keinen Bock. Weil ich habe eins gemerkt. Bei Achterbahnen gehen viele drauf. So, die Jungs sind lebensmüde, dass die da auf die Achterbahn drauf gehen. Also ich... Haben wir uns noch ganz locker kurz weggedribbelt, haben wir angetäuscht mit... Müssen, wir haben was zu erledigen. Hast du Angst, Bobby? Was für Angst, Bobby? Was sehe ich so aus, als ob ich Angst habe? Wie du. Klingt das danach, als wenn ich draufgehe? Also ich sag mal so, das hat mich jetzt nicht umgestimmt. Ja, let's go, komm. Ja, da immer mit der Ruhe, Jungs. Was ist denn los mit euch? Machen wir ein bisschen locker hier. Lass mal erstmal hier ein bisschen locker machen. Weil ich hab was mitgebracht. So eine Cordonio kriegst du nicht überall. BKS, gib mal die Tüte mit den Gläsern bitte, Bro. Was hast du da drin? Ich hab ein paar Gläser mitgebracht. Ja? Hörst du das direkt? Hier, komm, Bro, lass uns ein bisschen locker machen. Jetzt nicht, auch, danke. Eigentlich danke, jetzt Bro. Grad nicht. Ehrlich, ich grad mal. Was willst du? Champagner? Grad alles gut erstmal. Gerade mal 13 Uhr. Alter. Ja, wollt ihr nicht nochmal splitten oder so? Nee, auch nicht eigentlich. Nicht meins. Wollen wir nicht aufnehmen so? Ja, lass uns mal einen geilen Song machen. Mach das mal locker, ich mach mir jetzt mal Platz. Was ist los mit euch, Alter? Geil, Alter. Es gibt echt nichts Besseres als vor den Aufnahmen ein Gläschen Cordonio. Okay. Okay, ich bin ready. Let's go. Yeah. Okay. Nee, lass den so. Ich will da direkt einsteigen. Okay. Beim zweiten Part hinten. Ja, also. Okay. Ja. Asphalt Massaker. Ich bin back. Der Echo schadet in mein Business. Ah. Okay, warte. Lass mich nochmal. Ja. Weiter. Ah. Und sie streichelt mich in meinem Gesicht. Das ist der Grund, wieso ich keinen Steifen krieg. Asphalt Massaker 4, ich bin back. Der Echo schadet in mein Business. Die Bitch, die mit mir kuschelt, hat Botox im Po und zippt mit mir Codonio. Ja. Yeah. Ich bin zwar zu klein für eine Achterbahn. Ja. Yeah. Codonio. Codon. Mach mal gut, ey, was machst du hier, Penner? Ich bin ja. Scheiße, ey. Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Junge. Hey. Das ist Asphalt Massaker 4, was soll die Scheiße? Gib mal mein Glas wieder, was ist los mit dir? Du hast dir den ganzen Boden nass gemacht. Du verhältst dich wie ein Penner, bist am Saufen. Was sind das für Texte? Ich habe eine Idee, warte mal kurz. So, meine lieben Freunde, da sind wir jetzt wieder. Und viele fragen mich, warum ist der Shindy nicht mit dir unterwegs? Und das ist der Grund, da seht ihr es. Der Hobbit kommt da nicht ganz drüber. Ohne auf die Zehenspitzen zu gehen. Ey, sollen wir da drauf, Kuba? Das ist krank, ne? Ne, das ist zu schnell. Meinst du? Ja. Das sieht schon gefährlich aus, ne? Deutsche Rapper schießen nur mit Platzpatronen. Ich laufe oberkörperfrei durch den Moviepark und die Kiddies denken, ich sei eine Attraktion. Das geht, Bobby. Nix, Mann. Guck mal einfach, Silvester. Guck mal, wie krass. Bruder, hier sind so viele Attraktionen. Guck mal einfach, Hulk. Krass, Alter. Geil. So, der Kai war eben hier auf der Batman-Bahn. Wie beim Endkampf gegen Ra's al Ghul.
warst? Sehr gute Bahn. Ich würde der schon 9 von 10 Punkten geben. Ja. Ja, der neue Freizeitpark-Tester. Ein bisschen Wasser abbekommen. Das wird auch dem einen oder anderen Sprechgesangsartisten auch nicht schaden. Und vor allem Shindy dem Hobbit. Komm, setz dich mal. Was machst du hier im Studio? Was ist los? Ey Bro, du hast mich eben geschubst, das hat auch ein bisschen wehgetan. Ja, aber ich habe das Gefühl, anders kriegt man dich irgendwie nicht zur Vernunft. So, guck mal, Farid. Ich habe eine Idee. Wir kriegen das wieder hin. Ich kenne das aus deinen alten Videoblogs. Gib mir mal einen richtig schönen Bizepssatz. Ich habe auch keinen Bock. Ich habe jetzt gerade getrunken, Alter. Komm. Ja? Ja, klar. Richtig schön 12er jetzt. Und, merkst du schon was? Sieht doch gut aus. Naja, aber mir ist ein bisschen warm hier, die Mütze. Schmeiß weg. Die ist mir echt ein bisschen warm geworden. Das sieht gut aus, ja. Ja, das ist echt nicht schlecht, ne? Besser? Komm, ich nehme dir mal die Brille. Nimm mal die Brille. Komm, die stört auch ein bisschen, ja, die stört auch. Kann ich das ausziehen? Stört euch das? Alter, das ist echt nicht gut. Alles gut. Was hältst du davon? Oh. Das ist sowas Anständiges. Auf jeden Fall. Ist das auch XXL? Ja, ne? Klar. Okay. Verrückt, Alter. Ja, wollen wir aufnehmen? Ja, wie du möchtest. Wenn du willst. Okay, komm. Probieren wir es nochmal. Mach mal die Scheiße weg da, Kyrie. Willst du mich verarschen oder was? BK, was ist los, Alter? Mach mal die Scheiße da weg. Mach mal einen richtigen Beat, Alter. Was soll das hier? Hör mal. Ich sag, nehmt euch Zeit für Asphalt Massaker 4 und ihr kommt mit sowas an, oder was? Warte mal. Ja, schon besser. Okay, ja. Yeah. Boah, Double Time? Double Time. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Kannst du rappen, ne? Ja, aber... Über den Inhalt muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Hallo Bruder. Yo, Kolle, Bruder, wie geht's dir? Alles bestens, bei dir? Ja, auch bestens. Ey Bruder, ich habe jetzt angefangen mit Asphalt Massaker 4, aber ich habe hier ein kleines Problem. Was ist denn los? Ja, das Übliche eigentlich. Ah, fuck, Mann. Ich weiß, was du meinst, ja. Okay. Kannst du mir helfen? Ja, ich helf dir. Okay. Klar, ich bin immer für dich da, Bruder. Komm rüber, wir machen das schon. Okay, ich flieg jetzt gleich los, ja? Kein Ding, ich bin am Start. Super, bis gleich, ciao. Bis gleich, Bruder, ciao.